Hallo meine Freunde, ich freue mich euch wiederzusehen. Ja, wie ihr seht, habe ich hier eine krasse Karre. Die habe ich übertrieben mies getunt. Ne? Richtig krasse Kiste. Yeah. Wisst ihr, was ich damit machen will? Verkaufen. So sieht's aus. Die Karre sieht aber so krass aus, mir tut schon fast leid, diese Karre zu verkaufen. Boah, schaut euch das mal an. Aber der Kunde kommt nicht. Seit einer Stunde warte ich auf den und er ist immer noch nicht da. Seit eine verdammte Stunde. Ich habe so oft schlechte Laune bekommen, aber jedes Mal, wenn ich dieses Auto angucke, kriege ich wieder gute Laune. Boah, richtig heftige Karre. Aber da gibt es etwas, das mir ein bisschen Bauchschmerzen macht. Und zwar diese Geier, die da oben rumschwören. Die machen mir Bauchschmerzen. Ist das ein schlechtes Zeichen? Ein schlechtes Omen? Geier? Die schon über mir kreisen. Oh Mann. Ich hoffe, dass es einfach nur Zufall ist. Denn in dieser Hinsicht bin ich ein bisschen abergläubig. Ne? Moment mal, ich glaube, ich habe eine Nachricht bekommen. Wo ist mein Handy jetzt hier? So. Ah, der Kunde schreibt, ja, tut mir leid für die Verzögerung, für die Verspätung. Ich wurde verhindert. Aber ich schicke meine Frau. Meine Frau wird Ihnen das Auto abnehmen. Mit freundlichen Grüßen. Okay, die Frau kommt also hierher. Seine Frau kommt her, um das Auto abzuholen. Okay, eigentlich ist mir auch irgendwie scheißegal. Hauptsache, die hat die Kohle dabei. Oh, ist die Scheiße. Soll ich dir glauben? Verdammt, schon wieder diese Geier. Ey, nicht, dass das ein schlechtes Zeichen ist hier. Okay, die Frau kommt vorbei, um das Auto abzuholen. Also, die kauft das. Die macht mit mir dieses Deal. Aber wo bleibt diese Frau denn eigentlich? Ich warte schon hier. Ist jetzt schon seit über einer Stunde hier. Zum Glück ist diese. Ey, wer ist denn da hinten? Ist das vielleicht die Frau? Mal hinrennen. Da ist doch jemand. Da ist doch jemand. Ja, stimmt. Da steht jemand. Ob das die Frau ist? Mal schauen. Soll ich sie einfach ansprechen? Ich weiß nicht. Na, ich bleib mal kurz hier stehen. Ja, und mal überlegen. Ist das die Frau? Ey Leute, irgendwie ist mir eine komische Sache hier. Wenn es die Frau ist, warum guckt sie dann nicht? Und man sieht doch, ob man auf jemand wartet. Sie wirkt nicht so. Sind die irgendwie Polizisten? Ja? Kripos? Irgendetwas? Oben? Ja? Sicherheits? Ja? Sondereinsatzkommandos? Helikopters? Nein, ein Flugzeug, aber kein Helikopter. Das ist ein gutes Zeichen. Also Leute, momentan sieht die Lage sehr gut aus. Ich sehe überhaupt keine Polizisten hier. Keine Spur von Verrat oder sowas. Oder dass das irgendeine Falle sein sollte. Nirgendwo. Alles abgeschickt. Okay, dann wollen wir mal loslegen hier. Entschuldigen Sie. Ja? Ich habe eine kleine Frage. Warten Sie auf jemand? Das geht Ihnen gar nichts an. Ich will ein Auto verkaufen. Sind Sie hier, um ein Auto zu kaufen? Ja, ich bin hier, ein Auto zu kaufen. Ja, dann bin ich derjenige, der Ihnen das verkauft. Ich bin der Verkäufer. Ja, dieses krasse Sportwagen. Ihr Mann hat mir doch geschrieben. Ja, genau. Ich versuche nur, das Geld hier abzuheben. Aber irgendwie habe ich Schwierigkeiten. Moment mal, ich versuche das. Haben Sie mal bitte kurz Geduld. Ja, okay, die habe ich. Irgendwie ist die Frau mir sehr komisch. Aber egal, ich warte dann halt. Seltsame Geschichte. Ja? Die Luft ist aber immer noch rein. Egal, wenn irgendwas hier passieren sollte, ich würde sofort hier mein Maschinengewehr rausholen und hier alles abknallen, was ich mir in die Wege stellt. Ja, wie lange dauert es denn jetzt hier, gute Frau? Ich hab noch auch andere Sachen zu erledigen. Ja, beeilen Sie sich bitte. Ja, irgendwie ist ein Problem. Das ist das Auto, womit sie hergekommen ist. Sieht unauffällig aus. Nichts Verdächtiges, nichts sieht nach Polizei aus. Ich muss trotzdem die Augen aufhalten. Jederzeit könnte irgendwas passieren. Na, gute Frau, wie lange dauert das denn noch hier? Ich habe schon eine Stunde gewartet. Lass sie mal schauen, was machen sie denn da? Ist doch alles okay. Sie brauchen nur abzuheben. Oh, Scheiße. Wieso sagt sie Scheiße? Bah, die sind eine Polizistin. Bah, nimm das. So. Diese Frau dachte, ich kann mich verarschen. Das ist eine Polizistin. Von wegen, Fehler. Geld muss gleich abgehoben werden. Hat sie da drin was bewegt? Im Laden? Nee, hat sie nichts. So, ich nehme mal jetzt die. Oh, was hat sie denn hier? Hier, Dienstausweis, Pistole. Sehr gut. Dienstausweis und Pistole von der Frau. Mit ihrem Ausweis und Handy habe ich auch genommen. So, ich heb kein Geld ab. Ich lasse am liebsten die Karte da stecken. Ich drücke kein nix. Ich mache nix. Ich lasse das einfach. Ich habe hier den Dienstausweis von der Frau. Ich habe ihre Dienstpistole und ich habe ihr Handy. So.
Mal schauen, was sie noch so hat, was ich mitnehmen könnte. Was? Ist interessant. Okay, Leute, so mein Plan sieht so aus, ja? Ich werde so ins Versteck fahren, dass ich hier in den Bergen habe, ja? In ein Gebüsch würde ich das verstecken. Unter einem Gebüsch habe ich ganz viele Sachen versteckt. Besonders Dienstausweise von und Ausweise und Schusswaffen von Polizisten. Das ist mein Bunker, ne? Da würde ich das alles mal vergraben. Und wer weiß, vielleicht brauchst du das ja irgendwann mal, dann fahr ich dann dahin. Alles packe ich in eine Tüte, hey, und dann vergrabe ich es. Arschloch! Mann, du Penner, geh mir aus dem Weg hier, Arschloch. Los hier! So, jetzt eine nette Neuigkeit, meine Freunde. Ich habe hier in ihr Handy reingeschaut und habe gesehen, das ist, wie ihr wisst, das ist eine Polizistin. Aber ich habe gerade gesehen, dass diese Polizistin anscheinend eine korrupte Polizistin ist. Hm? Und auf eigene Faust handelt. Hm? Wisst ihr, was da los ist? Ich habe hier gelesen, hier zum Beispiel, hier steht drin, dass es ein Kollege mit ihr unter einer Decke steckt. Ne? Und einmal dürft ihr raten, wer dieser Kollege ist. Ne? Dieser Kollege hat mir sie nämlich empfohlen. Der Plan von diesen beiden war nämlich, dass ich abgezogen werde. Ne? Er sagt zu mir, ey, das ist ein guter Kunde, er hat Interesse an ein krasses Auto. Ich fahre hin, will verkaufen, werde verhaftet, das Auto wird beschlagnahmt und die beiden machen Hälfte-Hälfte. Und ich werde ausgeliefert und sie kriegt einen Orden, weil ich bin ja nicht irgendjemand, ich bin Michael. Verdammte Scheiße. Man wollte mir eine Falle stellen. Verdammte Scheiße. So, mal gucken, ob hier irgendwo irgendein Polizist ist oder irgendein Verdächtiger. Na, geht mal weg hier! Verdammte Scheiße! Ich bin sowas von wütend, Alter! Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen! Verdammte Scheiße! Verdammte Scheiße! So. Ist hier irgendwo irgendjemand? Leute, ich muss ganz vorsichtig sein. So, wie gesagt, ich habe das jetzt versteckt, die ganze. So, Dienstausweis habe ich hier versteckt, ne? Also wie gesagt, ihre Polizistenschein oder dass ich es ausweisen kann, dass sie Polizistin ist. Ihr Ausweis, ihre Schusswaffe und ihr Handy habe ich hier. Ich schreibe ihnen einfach mal was. Mit diesem Verräter-Kollege. Hallo Kollege, Deal ist abgeschlossen, Michael wurde verhaftet und ich werde wahrscheinlich eine Dienstbeförderung kriegen. Ich komme jetzt zu dir mit die getunte Karre, da machen wir Hälfte-Hälfte. Sag mir, wo du dich befindest. So, abgeschickt, jetzt muss man kurz warten. Ah, schon Antwort! Super zu hören, dass dieser Michael hinter Gitter sitzt. Ich bin hier am Rummelplatz. Komm dahin in einer halben Stunde. Ich warte da schon auf dich. Da machen wir 50-50. Interessant. Rummelplatz. Oh, jetzt mach's Kickdown. Und wie ich das zum Rummelplatz fahren werde. Statt 50-50 kriegt der Patron in die Fresse. Dieser Penner, dieser verdammte Verräter. Er hat mich richtig in eine Falle gelockt. So, meine Freunde, hier sind wir schon am Strandrummel. Moment mal, wer ist denn die Olle da hinten? Das ist auch die Nachbarin, ja, die Bekanntin von meiner Frau, ja, von Amanda, die Nachbarin. Moment mal, die muss weg, die darf nicht sehen, was hier passieren wird. So. Uhu, hallo. Oh, hi, Michael, was machst du denn hier? Mach mal, dass du Land gewinnst, hier ist eine Bombenentschärfung. Bombenentschärfung? Ja, hier kann alles in die Luft fliegen. Geh mal lieber wieder nach Hause, verlasse mal dieses Ort. Oh, danke schön, Michael. So. Die haut es voller Panik ab. Sehr gut, sehr gut. So, ja, schön mal packen hier die krasse Karre. Und dann suchen wir mal hier unseren Kollegen auf hier. Der wird einen Schock kriegen. Der denkt nämlich, ich sitze hinter Gitter. Der Penner. Vor 2 Tagen habe ich noch mit ihm geredet. Ich habe doch Danke gesagt, dass er mir einen guten Kunden geholt hat. Ja, der wird gleich ein blaues Wunder erleben. Der wird bestimmt gleich richtig blass werden. Da ist er ja. Hi Kollege, wie geht's dir? Alles klar? Michael, was machst du denn? Du denn hier? Was ich hier mache? Wo sollte ich denn sein? Warum wundest du dich? Ich dachte, du bist im Bett und schläfst. Nee, ich bin nicht im Bett und schlafe. Ich stehe hier vor dir und guck dich an. Wie ist denn das, dein Deal abgelaufen? Oh, der ist wunderbar gelaufen. Alles gut, wie wir doch besprochen haben. Dieser Penner. Ihr habt ihn gesehen, da stimmt doch wirklich was nicht, ne? Warte mal. Knall ich ihn ab hier, kriegt er seine Antwort.
Nein, es muss eine richtig schöne Maschine. Hier, dies hier, schöne Gewehr hier. So, kleiner Verräter. Hier, dein Anteil, du Penner! Oh, nimm das hier! Und die anderen, macht, dass die Lane gewinnt! Lane sieht! Los hier, Land! Verpisst euch! Los, abholen mit euch! Haut ab! Ihr Penner! So. Super! Den Verräter, den habe ich so richtig getroffen. Er hat ein paar Kugeln von mir bekommen. Die anderen sind abgehauen. Sehr gut. Die anderen, das waren eigentlich welche Passanten, aber besser, die hauen ab. Okay, ich kann keine Zeugen gebrauchen. Ich habe auch keinen Bock, die alle hier abzuknallen. Schaut euch das mal an, ja. Das sind ja die... Ey. Krass, das ist ja ein richtiger Polizeistand hier drinne. Ja? Da haben sich bestimmt versammelt. Da versammeln sich bestimmt immer Polizisten. Guck mal, das sind alles Kollegen von mir, die verhaftet wurden und gesucht wurden und das Land verlassen mussten. Scheiße. Aber zum Glück steht mein Name nicht drauf. Ich habe ja gute Connection in der Polizei. Dieser Mistkäfer leider auch. Und er wollte einen korrupten Polizisten auf mich setzen. Da liegt er, der kleine Verräter. Der hat statt 50-50 hat er Bang 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 bekommen. Ein paar frische Kugeln. Kleiner Mistkäfer. Verdammter Verräter. So, ich muss weiter hier auf Vorsicht sein. So, sehen. Keine Polizei? Cool. Auch keine Helikopters. Sehr gut. Aber ich muss trotzdem. So, Leute. Alles okay hier. Jetzt ganz vorsichtig zu meinem Auto gehen. Das wirkt so, als würden die Leute da hinten gar nicht mitgekriegt haben, was hier passiert ist. Perfekt. Sehr gut. Tja, Leute, leider habe ich heute keinen Deal gemacht, ne, wie gesagt. Aber egal, ich habe jetzt einen Verräter-Kollege weniger. Ne, eine Verräter gibt es ja wie Sand am Meer hier. Und ihr wisst ja, das Meer hat richtig viel Sand. Man muss immer auf Vorsicht sein. Mein Bauchgefühl hat mich nicht dicht gelassen. Sehr gut. Naja. So, jetzt aber ab nach Hause. Oh, ein Ausruhen. Wie gesagt, die ganze Nacht war ich wieder wach. So, meine Freunde. Abonniert meinen Kanal, um zu wissen, wie es weitergeht. Um zu sehen, ob ich das Auto behalte oder doch verkaufe. Ne? Das erfährt ihr bei der nächsten Folge. Ja? Lasst einen Daumen hoch, ja? Hasta la vista. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ciao.